müssen bestraft werden! Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play auf diesem Kanal, Strategiezone. Ich bin der Jan, alias Neupert oder umgekehrt, wie auch immer. Und ja, wir heißen, ich bin nicht alleine, mit dabei ist der Ice-T. Hallo! Ja, das ist Ice-T und wir beide werden mit euch zusammen dieses großartige Spiel durchspielen. Und da es schon viele Let's Plays zu Room 2 gibt, haben wir uns gedacht, machen wir keine normale Kampagne, sondern direkt eine Multiplayer-Kampagne. Eine Koop-Kampagne. Machen wir es ein bisschen spannender. Genau. Ein bisschen spannender. Eine Koop-Kampagne, um genau zu sein. Und wir werden nicht das gewöhnliche Room 2 spielen, sondern erstmal den Mod. Ich zeige ihn euch mal. Einen Moment. Wir werden nämlich den Kaiser Augustus Mod spielen, aber nicht in seiner normalen Form, weil ihr seht ja schon, hier gibt es ja einige Fraktionen mehr. Wir werden ihn nämlich in der Koop-Kampagne, werde ich als Judäa spielen und der gute Icy wird als Ägypten spielen, weil so in der Form gab es ja noch nicht. Es ist übrigens ein Mod, den ihr euch in Steam Workshop runterladen könnt. Mal sehen, vielleicht ist ja auch der Link in der Beschreibung. Und ja, würde ich mal sagen, Icy, lad mich mal ein. Ah, muss ich erstmal eine Kampagne machen. Jo, mach mal. Kein Problem. Standardpasswort, ne? Ja, ach, falsch, klar. Moment. Ich glaube, dass der Spielsound ist ein bisschen laut. Ich fange mal ein bisschen leise. So, dürfte es deutlich besser sein. Jo. Ja, also, es wird auf jeden Fall eine lustige Kampagne, werde ich denken. Das wird auf jeden Fall gut. Na, warte mal kurz. 1, 2, 3, 4. Ja, stimmt. Sorry. Ja, ich dachte gerade, das wäre das andere Passwort gewesen. Aber ist es das? Nee, das, ich habe mal eins genommen. Ja, ja, das ist gut. Okay, wie ihr seht, es gibt einige Fraktionen. Und ich werde als Judäa spielen. Na, wo ist es denn? Da. Ich werde. Er ist doch schwieriger als ich. Genau. Wir werden es auf Mittel spielen, weil, ja, wie gesagt, haben wir es nicht so schwierig. Haben wir es relativ schwierig, weil wir uns gegen Antonius Rom direkt behaupten müssen. Und ja, würde ich mal sagen,
Nicht großes Rumgerede, fangen wir doch an. Ich weiß nicht, wollen wir das Intro nochmal laufen lassen, das zur Kampagne? Ich denke schon, oder? Ich muss es nicht unbedingt, aber wenn du willst. Ich glaube, die Zuschauer kennen das dann auch wahrscheinlich schon. Ja, stimmt. Und es hat ja auch nicht unbedingt was mit unseren Fraktionen zu tun, daher. Und bei mir ist da irgendwie so ein Fehler, irgendwann geht die Stimme weiter, obwohl der Film noch nicht mehr so weit ist. Ja, das ist bei mir aber auch so ein allgemeiner Bug. Wenn es bei euch ist, schreibt es mal in die Kommentare. Oh, ich finde euch. Ja, Leute. Ja, ich nicht. Keine Ahnung. Ist ja immer so, wenn ein Spiel am Tag das erste Mal startet, das ist ein bisschen länger. Ja, ja, ich hab's ja schon gestartet. Ja, eben. So, ich bin auch gleich durch. Achso, und wir werden es übrigens so machen, dass ich wahrscheinlich immer den ersten Part rausbringen werde. Also ich mache immer wahrscheinlich die ungeraden Zahlen und der gute Icy wird dann die geraden Zahlen rausbringen. Also, wenn ich es hinkriege. Ja. Und es werden wahrscheinlich immer 15 Minuten Part sein. Dieser Part wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein, wegen dem Intro und so. Aber sonst werden es eigentlich immer 15 Minuten Part sein. Und das Intro können wir überspringen. Du bist mein Sohn. Ja, du bist mein Aber Sohn. Ich habe alles getan, um dich zu schützen. Bin ich das wirklich? Lars? Bin ich das? Lars, sag ich schon, sorry. Nicht ja, den von denen ich haben. Ja, ja. Ja, kein Problem. Okay, gut. Also, ich komme als ehrlicher ja. Botschafter, machen wir mal direkt ein Abkommen. Als Sprecher meines Volkes, wenn ihr mir denn Gehör schenkt. Hier machen wir direkt, weil starkes Bündnis und so. Spreche ich. So. Ja. Also, wie man sieht, habe ich als Hauptstadt als Judäa sogar eine relativ solide Grundarmee. Hopliten sind gute Einheiten. Genauso wie leichte Kavallerie darf man nicht unterschätzen. Steinschleuderer wegen Reichweitenvorteil sowieso sehr gefährlich. Und der General kann halt nur Hopliten sein, aber Hopliten sind ja eine gute Einheit. So, ich habe natürlich nur Jerusalem als Hauptstadt, als Großstadt. Hier muss man aufpassen, da man mit der Nahrung, weil man keine Nahrung am Anfang hat. Das ist das Problem. Daher werden wir schnell versuchen, also ich mit dem guten Icy, mit deiner Hilfe, direkt die Nabatea zu eliminieren und deren Gebiete zu erobern, damit das mit der Nahrung und generell wirtschaftlich gut gesichert ist, da eine Stadt relativ wenig ist und ja, wir uns ja auch noch gegen größere Feinde wie Antonius Rom behaupten müssen, die überall in Griechenland und mir fällt es in der Türkei und überall vertreten sind halt, ne? So. Boah, was nehme ich als General? Der gute Ice-Team spielt natürlich, spielt ja, wie gesagt, die Ägypter. Mit 5 Staatstädten, glaube ich, ne? Ja, 5. Und 2 Provinzen, oder? Ne, ja doch. Ja, 2 Provinzen, eine vollständige und eine mit so einem Pipi-Fix. Genau, ja. Gut. Na, nochmal hier unten die Armee auflösen, die brauche ich noch nicht. Ausbauen. So, das war's auch schon. Okay. So, wie gesagt, müssen wir relativ schnell Petra einnehmen. Deshalb werden wir jetzt hier erstmal Schrein des Poseidon bauen. Ich weiß, es bringt nicht wirklich viel, weil wir keinen Hafen haben. Aber er bringt 3 Nahrung und die öffentliche Ordnung, den hellenischen Einfluss, nehmen wir doch gerne. Obwohl du östlich bist, ne? Also. Ja, das ist ein kleiner Nachteil des Mods, aber ich spiele sowieso lieber mit Griechen. So, bauen wir das mal aus und dann werde ich direkt mal ein bisschen Armee rekrutieren. Und zwar zweimal hoch. Ich muss erstmal einen neuen Kampfplatz bauen, ich habe meinen gerade abgerissen. Jo. Weil ich die Aufteilung nicht so mag, wie die am Anfang ist. Ja. Gut. Bei der Forschung gehen wir als erstes auf die Militärforschung. Das werden wir bis zu den, ich glaube, Publikenkasernen war das. Die kommen ja schon, ja. Erstmal machen, damit wir Kavallerie rekrutieren können. Und dann werden wir auf die zivile Forschung gehen. Oh, ich kann schon die Armee von dem Typen sehen. Der hat einmal Adelsschwerter. Zweimal Kamelsperrkämpfer und zweimal Kamelbogenschützen, ja, also jetzt nicht umwerfend. Machbar. Das ist einfach. Noch. Ja, vor allem in der Stadt. Mit Kavallerie kann er ja in der Stadt nicht wirklich viel anfangen. Ja, aber, und wir müssen zugeben, wir haben das hier schon mal gespielt.
Ja. Dabei hat es ein bisschen länger gedauert, weil bei uns ist kurz etwas relativ gemeint. Bei uns war das immer ein bisschen länger. Aber am Anfang ist das bei uns ziemlich zäh, aber dann geht es ziemlich schnell. Vor allem Jan, der prescht dann nach vorne. Ja. So. Die Nabeta wollen einen nicht Angriffspakt. Den werden wir aber ablehnen, da wir sie sowieso bald angreifen werden. Ich halte noch mit denen. Das gefällt mir. Ja, bald nicht mehr. Lass erteilt. Panem et Kirkensis. Können wir mal auf die Übersicht gucken? Oh, ich kann nur ägyptische Infanterie for the win. Ja, yeah, ägyptische Infanterie. Beste Einheit im Spiel. Aber auf jeden Fall, wir haben ein kleines Problem, und zwar sind wir beides, glaube ich, noch, du auch, Protektorate von Antonius Rom. Das ist in dem Sinne ein Problem, da wenn wir, weil die Nabatäer sind nämlich auch Protektorate. Und deshalb, wenn wir denen den Krieg erklären, werden wir so gesehen das Protektorat mit Antonius Rom beenden. Und daher ist ein Krieg mit ihnen wahrscheinlich unvermeidbar. Wir wollen sie ja sowieso angreifen, aber das wird sehr früh der Fall sein. Deshalb müssen wir erstmal relativ auf starke Infanterie setzen und generell armeetechnisch uns ausbauen. Was aber zu sagen ist, am Anfang ist Antonius Rom noch ziemlich schwach. Ja, das stimmt. Dass eben vom Parthien belagert wird und eben dann durch die anderen Roms aus dem Westen noch. Was war das? Ja. So. Ja. Okay, dann beende ich auch schon wieder meine Runde, weil die Forschung läuft noch und die Armee wird rekrutiert. Verdammt. So. Gut, der Tempel ist nächste Runde fertig und dann werden wir erstmal auf die Polis nachher sparen, aber meine Armee wäre dann schon bereit, Petra zu greifen, bräuchte ich nur noch eine Unterstützungsarmee von Aistee und dann können wir hochmarschieren. Das dauert bei mir aber noch ganz kurz. Gut, dann werde ich noch eine Runde rekrutieren und erstmal die Baupläne beiseite schieben. Oh, was baue ich denn aus? Was brauche ich denn? Ich baue schon mal ein Pilztassenlager. Dann bauen wir nochmal einen Handelshafen. Also Ziele haben wir natürlich keine, da das ein Mod ist und diese Einheiten überhaupt und diese Fraktionen überhaupt nicht ins Spiel eigentlich integriert sein sollte, dass man sie spielen kann. Jetzt können wir sie spielen, wir sind froh darüber und ja, du hast keines, wird dich aufhalten. So, okay. Ich habe schon wieder diese ägyptische Armee habe ich schon wieder aufgebaut, die da hinten noch steht. So gut, ich werde nochmal zweimal leichte Hopliten als Flankeneinheiten verwenden und rekrutieren. Schnell, weil sie die Fähigkeit schnell vorrücken besitzen, kann ich den Gegner damit sehr schnell in die Flanke fallen und das ist sehr vorteilhaft, sagen wir es so. So. Ich werde nächste Runde wahrscheinlich auch einmal nochmal Söldnerbogenschützen rekrutieren, allein für die Reichweite, aber für die Durchschlagskraft nochmal. Technologie natürlich nochmal erforschen. Der Typ hat sich ein paar Herbandsperrkämpfer geholt. Wir werden erstmal die Landrückgewinnung erforschen, ja, um den zivilen Weg zu gehen. So. Das war's auch schon wieder mit der Runde. Dann rufen wir gleich ab. Ach, Alexandria. Mann. Wenn ich ehrlich bin, ich habe etwas begrenzte Auswahl, was ich rekrutieren kann. Das einzige Gute, was ich rekrutieren kann, ist gerade noch leichte Kavallerie. Ja, aber ist kein Problem. Ist jede Unterstützung zählt und Petra wird sowieso schnell eingenommen sein, da die Einheiten der Nabatäer nicht wirklich gut sind. Ja, jetzt habe ich kein Geld mehr, fuck. Das geht. Ach, verdammt. Das wird schon gehen. Namen für die Armee könnt ihr uns auch gerne sagen.
Also ja, ich habe meinen Schlumpf benannt. Ja. Ja, die Maultiere. Das ist auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich weiß einfach nicht. Ja, also die Bezwinger der Kyklopen bräuchten nochmal neue Namen und deshalb. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Gut. Nee. Ich werde einfach nochmal. Einfach als Billigeinheit zweimal Bürgerwehr als Kanonenfutter rekrutieren. Das einfach damit wir den Massenvorteil haben. Damit wir die Stadt auch relativ schnell einnehmen können. Ja, wenn wir müssen. Ja, wollen wir da wirklich schon Gefecht spielen oder wollen wir das nochmal. Nein, das machen wir im nächsten Part. Aber wir können uns ja schon mal auf den Krieg vorbereiten. Ja. Also, es wäre gut, wenn du deine Armee noch rüberschicken könntest, die in diesem Part. Und dann würden wir im nächsten Part Petra angreifen. Bei Runden habe ich die Holosideros-Kaserne. Okay. Ich sehe schon, dein Spion. Ist der Auftrag geglückt? Na, die hat nur ein bisschen rumgeloppelt. Okay. Hat es nicht hingekriegt, aber ich kann es doch mal versuchen. Na, hat nicht geklappt. Die ist eben eine Lusche. Ja, naja, ist egal. Ach komm, ich muss nächste Runde warten. So. Wir werden uns schon mal in feindliches Gebiet stellen. So. Er hat sich nochmal. Das ist ein arabischer Söldnersperrkämpfer, hat er sich noch geholt. Mhm. Also die sind genauso gut wie Herbernspeerkämpfer. Ja, und die sind auch nicht besonders gut. So, ich werde Petra doch jetzt schon angreifen und es belagern. Ui. Wir werden wahrscheinlich mit Antonius rum ebenfalls im Krieg sein. Wobei, Icy, wir machen mal schnell ein militärisches Bündnis. Achso, ja, du bist dran. Ja, ich werde mal kurz. Liebe Athene, euch Weisheit, damit ihr mich mit klaren du bist verräterisch. Von eurer Sache überzeugt. Diese Worte bringen meinem Herzen. Ja, der passiert ja, ne? Ja, okay, gut, greifen wir an. Ja, ist blöd für mich, aber können wir machen. Gut, Antonius ist uns beigetreten, das ist nicht so gut. Aber Pops. Wir werden es einfach nur belagern erstmal. Das Böse ist, dass ich in Kyren so ein kleines Problem habe, weil Jerusalem das... rekrutieren wir neuen General. Achso, ach ja, du hast ja nächstes Mal angegriffen, das heißt, ich bin gar nicht im Krieg mit dem. Das gefällt mir. Wir werden mal kurz einen General rekrutieren. So als kleines Bollwerk gegen Antonius rum, die uns sowieso noch nicht angreifen werden. Höchstwahrscheinlich. Ja, noch nicht. Icy könnte ja seinen General noch ein bisschen zu mir hinschicken. Also ja, ich muss erstmal was rekrutieren. Stellen. Ja, natürlich. Ich hab dann erstmal ein bisschen Kavallerie. So, dann beende ich jetzt meine Runde. Nein, warte. Eine Technologie muss noch erforscht werden. Was ich dann aber schon mal machen kann, ich könnte Ammonium angreifen. Wir gehen jetzt erstmal auf die Wasserschleusen, aber erst muss Steuerarbeit erforscht werden. Da Bevölkerungswachstum relativ wichtig ist momentan und generell. Ach, für mich jetzt nicht. Und generell wir jetzt auf zivile Forschung gehen wollen. Geh mal auf deine Politik, vielleicht kannst du auch einen Charakter befördern, dann kriegst du ein bisschen mehr Einfluss und ein paar bessere Perks. Ja, ich werde. Weiß nicht. Das Problem ist mein Hyrkanus ist schon 63, der wird bald Hops gehen, also der wird bald Ex gehen. Ja. Also werde ich Dryosos nicht befördern, da ich es nicht kann. Ich werde warten, bis ich einfach den nächsten Charakter kriege und dann den werde ich dann befördern. So. Okay, dann beende ich jetzt meine Runde. Dann ist Icy nochmal dran und dann denke ich mal, werden wir den Part beenden für heute. Wir können auch weiter aufnehmen. Nee. Nee. Ja. Ach Gott. Wird Palmyra Tyros noch nicht angegriffen? So.
So, jetzt kann ich noch was rekrutieren vielleicht? Ja, jetzt kann ich das rekrutieren. Die Maultiere. Ja. Einfallsreichtum war schon immer meine Stärke. Also, wie gesagt, die Schrecken des Phobos bräuchten Namen und die Bezwinger des Kloken bräuchten auch einen neuen Namen. Verdammt. Gut, ich bin dann fertig. Gut, dann beende deine Runde und dann werde ich ein paar beenden. So, fein verwundet. Das ist gut. Na, der Typ blutet schon aus. Ja, ich verliere gerade Männer, aber... Ja, der verliert noch mehr. Ja, ja. Ich glaube, der hat doch einen... So. Naja, wie gesagt, also es wird wahrscheinlich dann im nächsten Part, der bei Icy zu singen ist, wird es wahrscheinlich die Schlacht um Petra geben. Und bis dahin abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder lasst doch ein Abo da. Es wäre auf jeden Fall nett und würde uns unterstützen, da es unser erstes Video ist. Und wenn es euch gefällt, gebt einfach einen Daumen hoch. Gut, also das war's für den ersten Part. Ich sag dann tschüss und Icy sagt sich auch tschüss. Nee, ich sag Servus. Achso, Servus. Servus.